Jürgen Drews geht in Rente. ARD sendet große Abschiedsshow im Januar. Dortmund, für Schlagerfans führt kein Weg an ihm vorbei. Jürgen Drews prägt die Musikrichtung seit mehreren Jahrzehnten. Aber irgendwann ist Schluss mit lustig. Der Musiker kündigte sein Karriereende an. Die ARD will ihm zu Ehren deswegen eine Riesenschlagershow übertragen, noch im Januar. Mit Ein Bett im Kornfeld, Ich bau hier ein Schloss oder König von Mallorca machte er sich einen Namen über die Schlagerszene hinaus. Er machte sich zum selbsternannten mallorquinischen König. Im dortigen Oberbayern feierte er seinen ersten Auftritt 1976. Kein Wunder, dass einer solchen Showgröße ein großer Abschied winkt. Bei Der große Schlagerabschied lässt die ARD die Karriere Jürgen Drews Revue passieren. Auch der Termin, den sich die Fans des Königs dick im Kalender markieren müssen, steht bereits fest. Am 17. Januar zur besten Sendezeit führt kein geringerer als Florian Silbereisen, selbst Schlagerprofi und Ex von Schlagerqueen Helene Fischer, durch den Abschied für Jürgen Drews. Bei Die große Schlagerstrandparty 2022 ebenfalls mit Florian Silbereisen verkündete Jürgen Drews schon sein bevorstehendes Karriereende. Dass der Moderator auch durch die Abschiedssendung führt, schließt den Kreis. Bei der ARD-Show wird mit Gästen, die einzelne Stationen des Lebens mit Jürgen Drews teilen, auf die bewegenden Jahre des Schlagerstars zurückgeblickt, wie der MDR berichtet. Unter ihnen sind Roland Kaiser oder Mickey Krause, er performte mit Jürgen Drews im Duett das Lied Ich hab den Jürgen Drews gesehen. Der Grund für das Karriereende des 77-Jährigen ist dessen Gesundheit. Jürgen Drews ist an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt. Für seine letzten Lebensjahre will er sein Privatleben auf Platz 1 stellen, wie er vor etwa einem Jahr der Bild am Sonntag sagte.